Ich überlege ein bisschen, was ich dagegen mache. Das wobei, ich glaube, hier unten gibt es noch Krümel. Nein! Lieber immer zum Imker. Ich weiß gar nicht. Also ich kaufe halt... Also ich hole jetzt nicht vom Imker. Also wir haben manchmal Honig vom Imker, aber das ist dann, glaube ich, wenn wir von den Großeltern von meiner Freundin den Honig da haben. Da gehe ich davon aus, dass der vom Imker ist. Das hat auch so ein Dings, so eine... Sagt man da so ein Glas halt, so Behälter, Behältnis, wo ich ja, sage, Honig das sieht so mir geil. Sehr nach Dings aus. Ich esse auch viel zu selten Honig dafür, dass Honig eigentlich wirklich so eine geile Socke ist. Ist halt auch scheiße, also ist halt so nur Zucker. Einiges ist Gutes und selten ist. Ja, aber ich sag mal, ist halt es ist so mit das Beste. Oh, geil. Oh mein Gott, ich merke das als Encounter. Was passiert? Bocky! Oh, geil. Vielen Dank für weitere 93 Gift-Subs. Jawohl. Damit fresse ich jetzt auch das Marmeladenglas in dem Stream. Oh Gott. Oh Gott, der 12-Stunden-Stream wird schlimm. Oh Gott, der wird schlimm. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank für diesen immensen Support an der Stelle. Gerade nachdem jetzt dann demnächst auch, was heißt demnächst, aber so in diesem Jahr noch der Umzug anstehen soll, ist das natürlich gerade auch von der Seite Gold wert. Also wirklich vielen, 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 vielen Dank. Das ist wirklich immens. Also ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich würde dir auch das Veto einberufen, sollten wir hier nochmal draufgehen und du möchtest das hier weiter sehen. Würde ich dir das Veto einlegen, dass du sagen kannst, nee, mach das weiter. Das wäre okay für mich. Also natürlich, wenn das Turnier ist, dann machen wir das Turnier logischerweise die ganze Zeit, aber... Werde ich auch gefragt, hallo? Dann würde ich... Ja, du bist mein Anhängsel. Nee. So fangen wir jetzt gar nicht an. Doch. Scheiße, jetzt bin ich darunter. Das wollte ich nicht. Okay, ich glaube, ich habe alles. Was gönnst du dir diesen Monat? Yo, Mixi. Gar nichts, ich muss sparen. Er hat einfach den Sound vermisst. Versteht, kann man verstehen, bin ich ehrlich. Nächstes Go ist ein Glas Honig essen, weiß ich nicht. Ich glaube, da stirbst du einfach, wenn du das machst. Ich glaube auch. Also ich glaube, ein Glas Marmelade geht noch. Ja, wird auch schon schwierig. Muss ein kleines Glas sein. Ich merke schon, ein ganzes Glas, da muss ein ganz kleines, so 200 Gramm packen, Mann. Ich weiß jetzt nicht, was so eure Glas-Honig-Dinger sind, aber es ist halt so ein normales... Also es ist jetzt kein Nutella-Glas, ne? Das wird halt so ein normal... Wie groß ist so ein Marmeladenglas? Schau mal, Nutella-Glas. Nein. Was für Marmeladengläser kaufst du? Also, kurz zum Festhalten, das Marmeladenglas wird nicht die Größe von einem Nutella-Glas haben. Also, ich weiß nicht, das ist wie so ein normales Trinkglas halt, hä? Was für Marmeladengläser habt ihr? Ich höre den Zaun, wenn ich schlafe. Denk dran zu leveln. Warte, wir leveln jetzt. Gönnen sie dir, Bocky, gönnen sie sich. Ah ja, stimmt, wir haben gar keinen Kampf mehr hier. Ich glaube, das ist auch der Fehler, den ich immer mache. Ich denke immer, wir hätten hier noch einen Kampf. Was ist unser Level Cap hier? Bevor wir wieder reinrennen. 28 müsste es sein, ne? Nicht so ein Eimer? Nee, tatsächlich kein Riesenkübel. 29 sogar. Echt? Ah ja, wegen 24. Boah, crazy. Da hätten wir sogar Rockheim in reinnehmen können. Ich wäre mit 26 reingegangen. Lehmbrühe. Ja, ich glaube... Lehmbrühe actually big. Käfergebrumm brauchen wir jetzt nicht auf dem... Heute Abend habe ich Albträume von dem Sound. Nee, das sind... Wisst ihr, manche Leute hören sich Wahlgesänge an zum Einschlafen. Ich höre mir an, wie ich 3 Millionen Mal... Oh, geil, sag! Das ist meine Einschlafmethode. Das Problem ist, die Pokémon haben halt gar keine Infos, ne? Ja. Ich habe Marmeladengläser, die für eine Portion ausgelegt sind. Ja, ich weiß auch nicht, was die Leute da gerade... Ihr habt mir gerade richtig Angst gemacht, vor allem mit dem... Mit dem einen Marmeladenglas ist das vielleicht schon tödlich. Und ich denke mir so, was für Marmeladengläser habt ihr? Also ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass in einem Marmeladenglas, in so einem normalen kleinen, so viel mehr Zucker drin ist, wie in einer ganzen Tafel Schokolade. Und ich kann euch sagen, ich esse eine ganze Tafel Schokolade. Wollen wir eine Wette machen hierfür? Ja, sehr gerne. Fun Fact, meine Bankkarte wurde abgelehnt, deshalb musste ich kurz die Kreditkarte holen. Deswegen hat es länger gedauert. What the fuck? Das ist auch eine Ausrede. Oh.
Die rufen dir rein, ey, jemand hat 1000 Euro mit deiner Bankkarte gespendet. Bucky, nee, das war ich. Was? Ah, ja, warum? Ja. Mein 10-Liter-Glas habe ich neben dem Bett stehen. Ja, falls mal der Hunger in der Nacht plagt, ne? Da einmal kurz, hast du auch natürlich keinen normalen Löffel, okay, sondern einen extra raus, großen Wette Löffel. Ist raus. Aber wir brauchen noch eine Wette, Freunde, bitte. Das wäre nicht schlecht. Ich werde jetzt den Speed aber ausmachen, weil hier könnte hier könnten wir ja, könnten habt ihr bleiben. Habt ihr irgendeine neue Idee für irgendein neues Ziel? Weil jetzt bin ich ratlos, um ehrlich zu sein. Wir können halt das mit dem Kostüm machen, aber ich weiß nicht, gibt's ein Relaxo-Kostüm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Bocky das nächste Ding nämlich nicht wieder. Oh, actually, es gibt wirklich so Relaxo-Kostüm. Das ist einfach so ein Hoodie. Es gibt sogar auf Amazon, für welche Größe? Ja, XL traue ich mich halt nicht, muss ich sagen. Das sind mir immer tendenziell. Die sind erfahrungsgemäß immer schlecht gedingst. Und es gibt zum Großteil nur XL. I don't know. Oh nee, ich habe doch was gefunden. Ja, also wenn ihr ein Relaxo-Ding haben wollt, dann könnten wir das machen. Das können wir machen. Es gibt einen Relaxo-Sitzsack. Boah, wenn ich jemals so reich bin, dass ich mit denen wirklich leisten kann, ohne dass es am Geldbeutel wehtut. Weil ich glaube, der hat bums viel gekostet. Ich hoffe, du machst das alles nicht in einem Stream. Sonst bist du, oh, ich bin schon drin. What the fuck? Das ging viel zu schnell. Wie, ich mache nicht alles. Doch, also von den Sachen, die ich jetzt gerade da habe, das ist alles ein Stream. Das wird alles im 12-Stunden-Stream passieren. Kacke. Naja, es ist der eine, die eine Sache war ein 12-Stunden-Stream. Du bist einfach tot. Wieso? Das ist alles... Wolltest du nicht irgendwie einen Sport auch noch machen? War das nicht auch dabei? Ja, Ring Fit und das Marmeladenglas. Also ich ziehe halt jetzt nicht den Hoodie die ganze Zeit dann währenddessen noch an. Oder nicht den Hoodie, aber dieses Dings. Dieses Cosplay-Dingsbum-Scheiße. Jetzt machen wir so ein Stündchen und fertig. Okay, Nein! Paragoni ist wieder da! Der Steuerberater, warum ist die Bankkarte ausgefallen? Ich musste Downy Downster gönnen. Ich sag das gar nicht mal so geil. Okay, Finte ist aber dem seine stärkste Attacke. Er macht Zahnsteine! Ja, dem, was er ruft, ist das gar nicht so geil. Okay, aber ich mach ganz guten Schaden. Downy Made Outfit, boah, nee, das ist mir. Oh, er gönnt erstmal, er zieht sich selber erstmal 50% ab. Das ist actually geil. Vor allem, ich glaube, die können nochmal Fluch einsetzen. Das Ding kann man doch ein... Oh, Steinhagel tut weh. Ich glaube, da kann ich durchkommen. What the fuck? Das war ein Treffer. Hat der plus Attack bekommen? Stimmt, was hat meiner eigentlich für einen Boost? Oh, ich hab wieder plus Special Attack. Oh, der hat Schwächenschutz, heißt es. Und ich bin geflogen. Nagato, vielen Dank für 10 weitere Gift-Subs. Ja, plus Attack hat er natürlich bekommen. Ich weiß nicht, was heute mit euch los ist, aber vielen Dank an euch beide. Also auch natürlich an dich, ne? Nagato, vielen, 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 vielen Dank für den Support. Wenn wir dann... Oh, der hat ein Schlohkraut, okay. Also wenn ihr dann eine Idee habt, dann rechne ich... nicht 10, sondern 5. Dann rechne ich die 5 da auch drauf. Downy, so in einem Stream 500 Subs macht ihr nie. Downys Community, Bocky, 300 sind drin. Ja, damit konnte man ja nicht rechnen. Oh mein Gott, also das mobile Cut ist ja mega der asoziale Partner, der kann Kreide schreien. Ja, das wird jetzt wehtun. Okay, es geht sogar noch. Ich habe das Trombock. Oh, gekrittet, geil. Also der Herrscher ist schon mal tot. What the fuck? Du ein Zug. Und I guess... Kingler kriegt das Alola Persian hoffentlich hin. Mach bitte keinen Steinhagel. Ja, 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 mach Pfeffer bis auf meinen Bunker. Stark. Du kriegst eine fette Ursprungsroge. Ja, es ist okayer Damage. Damit können wir arbeiten. Jetzt vielleicht noch ein Niederwasserburn. Ruhebad kann ich hier relativ... Ich glaube, ich werfe einmal Abo rein für den Bedroher wieder und danach wechseln wir zurück. Habe ich eigentlich Panzerhaut auf Kingler? Das habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Ich könnte jetzt gerade ein Pokémon verlieren, aber... Ja, schade. Ich könnte jetzt gerade Abo verlieren, aber das müsste hoffentlich nicht so schlimm sein. Ich sag mal, solange wir durchkommen, ist es das Wichtigste. 10.000, ich sehe Downy im Bikini, ich überleg mir das. Nee, mach doch bitte, nee. Ja, das ist gut. Käfer, bist du in Ordnung? Nee. Nagato, vielen Dank für weitere 10 Gift-Subs. Das killt einfach, oder? Fuck, man, das hat ja, schade, Low-Cups.
Schade, ich hätte gerne das Cavalier gesehen. Vielen, vielen Dank für den Support. Also wie gesagt, also ich fühle mich jetzt schlecht, wenn du da die nächsten 15 rausgehauen hast. Und ich da jetzt nicht auch irgendwas zumindest als Abo-Ziel mache. Deshalb, wir brauchen noch irgendwas. Der Boar-Geil-Stream, ja, ist wirklich. Hast du wirklich nichts gegen Castellied? Castellied, die Combo ist das Problem. Alles, was von. Also, dieses Palimpa, wenn man erstmal Sonne also, und sowas scheiße viel Schaden macht. Geil. Das Ding hat gerade mit Sü-Welle mein Gelade fast gewonshottet. Geil. Ich könnte da wohin genau reinschmeißen und erstmal eine Runde Bunker drücken, aber. Aura. Das Castellied hat halt. Das Kalis hat halt. Käferbissen, naja. Ja. I mean, du kannst es, glaube ich, trotzdem machen. Weil ich glaube, wohin genau lebt ein und das andere, das Palimpalim hat ja nur Sondersensor. Ich glaube, es ist dein bester Play, den du hast. Ich glaube, ich meine, wohin genau ist ja wirklich Buriki. Ich strich das mal eine Runde Bunker. Ich meine, Hauptsache, wir kommen durch. Ne? Das ist jetzt erstmal die Prämisse. Und jetzt können wir eh gleich nochmal gucken. Also durchkommen tue ich auf jeden Fall. Das sollte nicht das Problem sein. Aber ich würde gerne mit so wenig Ton durchkommen wie möglich. Ja, also das im Allgemeinen, ne, Freunde, jeder Support ist mehr als appreciated. Auch einfach nur zuschauen ist ja schon ein wichtiger Support. Also, um natürlich wenn auch ich, mein... Warte, wie funktioniert Schmiedekate mit einem Doppelkampf? Das ist wurscht, wer dich hittet. Das ist wurscht, das wird abgefeuert auf jeden Fall. Auf beide? Nee, auf das Ziel, was du auch... Nee, ich weiß gar nicht. Kann ich das auswählen? Ja, dann könnte es entweder random sein oder das Pokémon, was sich damit angegriffen hat. Wie das funktioniert, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Sogar auf der Arbeit schaue ich dir zu. Das ist Passion! Tauni im Hot Tub. Oh, dann muss das Goal aber ziemlich groß sein, weil dafür brauche ich ein Zimmer und ein Hot Tub, wo das funktioniert. Konter drücken. Oh, da ist der Käferbiss. Wie viel macht der? Ja, aufgegessen, hä? Oh. Ja, meine Siedbeere aufgegessen! Ja, gut, Siedbeere ist nicht so schlimm. Okay, Gena ist in Ordnung. Und du hast hoffentlich Konter gedrückt. Ich hab Konter gedrückt. Weil dann sollte, ich hoffe mal, das Castellied gehittet werden. Ja, schau, perfekt. Jawoll! Downy Karaoke. Boah. Das Problem ist, ich kann wirklich nicht lange singen. Ich kann so kurz singen, das ist okay. Aber das müsste ja dann was etwas Längeres sein. Und ich kann halt wirklich nicht so lange singen. Bin ich ehrlich. Karaoke mit Mods. Gibt es ein Programm, womit man das machen kann? Ja, das ist erstmal in Ordnung. Nächstes Goal in München, die Community zum Essen einladen. Oh, ich glaube, da mache ich Minus. Weil in München isst du nicht billig. Man müsste schon bei 500 anlegen. Da kriegt dann jeder von mir, weiß ich nicht, von McDonald's einen Euro-Cheeseburger ausgegeben. Das können wir machen. Das ist okay. Damit gehe ich noch wenigstens mit Plus raus. Okay. Bei Ring Fit mit ein paar Liedern performen. Bro, glaubst du, ich habe in irgendeiner Form, ich werde da eh schon hecheln und kotzen und alles drum und dran, dass ich dann noch in irgendeiner Form es hinbekomme, da ein Lied zu singen? Ich werde schon nach 5 Minuten die Puste weg haben. Okay, ich sag aber actually, das ist eine gute Sache für mich, jetzt ein bisschen versuchen Sport zu machen, damit es nicht ganz so peinlich wird in dem Stream. Es gibt noch einen Euro-Burger, ich glaube ab und an gibt es diese Aktionen dafür. Also wir können uns mal Karaoke im Hinterkopf behalten und ansonsten überlegen wir mal. 100 Liegestütze am Stück. Das kann ich nicht, Freunde. Das muss ja was sein, was ich wenigstens hinbekomme irgendwo. Krieg ich nicht mal hin. Also, was ist denn los mit euch? Schaut irgendwas an meinen Körperproportionen so aus, als könnte ich 100 Liegestütze hinbekommen. Mann. Bei Ring Fit kannst du ja... Ja, zusammen. Eben, deshalb finde ich ja Ring Fit auch in Ordnung, weil bei Ring Fit kann ich sagen, wir machen ein bisschen was Einfacheres und da kotze ich nicht direkt ab. Ja, klar. Ja, komm, ihr mich auch. Ihr labert keine Scheiße. Ihr wisst genau, dass ihr Scheiße labert. Die Macht der Freundschaft. Da oben. Da oben ist deine Macht der Freundschaft. 100 Cheeseburger essen.
Boah, nee, das, also ich glaube schon 10 ist krass. Bei 10, ich weiß, dass ich bei 3 schon raus bin. Also 3 kriege ich locker. Also ich würde 3 schaffen. Oh mein Gott, jetzt hör auf zu kritten, so eine Scheiße. Nee, das war Psi-Welle. Das ist, das kann das 1,5-fache von dem Level von dem Palimpa. Nee, von dir machen. Also das kann, glaube ich, damit bis zu 3, 44? Ich weiß nicht, wie es gerundet wird, auf jeden Fall abziehen. Ich würde auch wahrscheinlich mehr als 3 schaffen, aber nachher hätte ich schon gar keinen Bock mehr auf Cheeseburger. Nee, diesen super scharfen Chip will ich nicht essen. Der schaut richtig eklig auch aus. Mac ist Cheeseburger oder normale? Boah. Also wenn ich mir die noch selber mache, also ich würde sie mir tendenziell sogar fast eher selber machen, weil schmeckt wahrscheinlich besser. 10 Liegestütze. Freunde, ich krieg nicht mal eine Liegestütze gescheit hin. Ihr braucht gar nicht irgendwas mit Liegestütze bei mir anfangen. Nur weil der feine Herr da drüben das hinbekommt, heißt es nicht, dass ich das hinbekomme. Das kriege ich nicht hin. Ihr habt eure... Das Thema Sport ist abgehakt für den Stream. Da ist Ring Fit drin. Mehr gibt es da an Sport nicht. Ich muss eh gucken, wie ich das aufstelle. Aber wenn meine Freundin nicht da ist, dann kriege ich das, glaube ich, hier ungefähr einigermaßen organisiert. Wir haben es aus diesem Herrscher rausgeschafft, ohne was zu verlieren. Ich kann es nicht glauben. Du hast doch deinen Granbull verloren. Ach scheiße, wir haben was verloren. Ja, stimmt. Hallo Isuna, ich hoffe, dir geht's gut, hello. Hampelmänner kriege ich hin, Hampelmänner wäre noch... Aber warum wollt ihr denn die ganze Zeit so was Sportliches sehen, Freunde? Wir machen doch schon Ring Fit. Wollen wir nicht lieber wieder Blaze Black 2 Redux sehen? Oh nee. So Trümmerer. Damit du leidest. Aber das hat ja dann nichts mehr mit Leiden zu tun. Dann sitze ich hier die ganze Zeit, bin komplett erledigt. Das ist ja... Nee, also, ihr müsst bedenken, es gibt eine Grenze... Wo Leid noch Entertainment ist. Und ich sage euch, wie es ist, da ich nicht sportlich bin, ist diese Grenze sehr schnell mit Sport erreicht. Wo ich einfach nur noch da sitze und einfach nicht mehr kann. Okay, wen nehmen wir rein anstelle von Granbull? Blaze Black 2 Redux bist du schon. Also ich will Blaze Black 2 Redux auf jeden Fall nochmal machen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nochmal in Angriff nehmen. Aber ich will es halt jetzt nicht machen, weil wir jetzt eh nochmal Schwarz-Weiß 2 sehen. Hallo Hansi, ja. Ich hoffe, dir geht's gut, hello. Level Cap vom nächsten ist 34. 34? Also, ja. Ich sag mal, Cat Jammer, wer ist ein Cat Jammer bei dir? Der wäre mir jetzt Premium-Kandidat für mich. Oh. Ja, okay. Na gut. Naja, dann wie sieht's mit Ledia aus? Das wäre auch ein Premium-Kandidat. Das ist zumindest eine Elektroresistenz. Ja, doch, den würde ich. Doch, nee, entwickelt der ist doch jetzt einmal. Einmal müsste ich doch entwickeln, oder nicht? Wenn ich hab mir wohl. Weil dann wäre der. Oder Kane wäre auch nice. Das ist bei mir Excadrill. Ich recherchiere noch mal bisschen, eben. Aber ja. 35. Ah, gerade so nicht. Wer ist der andere? Kane. K-A-Y-N wäre noch ein Kandidat. Das ist bei mir die Pflanze. Noch eine Flugschwäche. Ja, nee. Was wäre denn bei dir eine Flugresistenz? Fangen wir mal so an. Ich hab keine! Hast du irgendwas, was Flug-Pokémon besiegt, außer Swulpix? Arctip, maybe? Wer ist ein Arctip? Wann entwickelt der sich? Ich kenne mich mit Arctip nicht aus. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist Sarah ohne Haar, ne? Ich hab dem echt keinen Namen gegeben. Ah, ist das schlecht. Wait, ist das Geowatz? Oh, das ist das Georock, ja. Der kann erstmal weg. Awesome. Ich sag wirklich, also ich habe bei Blaze Black 2 Redux auch gelitten, aber im Endeffekt, wenn ich an die Zeit zurückdenke, muss ich sagen, hat das Projekt extrem Spaß gemacht. Ja, also ich finde, das hatte noch painful der Hack, also noch painful der Hack auch war, also ich sag, wäre das Spiel so ein bisschen unfairer, dann würde ich sagen, Kackspiel, aber es hat noch, es schleift schon hart an der Grenze zum, ich breche, bis ich nicht mehr kann. Habe ich irgendwo einen Eilstein gehabt für Vulpix? Das wär's nämlich für Sarah ohne Haar. Naja, aber den kann ich eigentlich auch nicht reinnehmen, weil das wäre bei mir das dritte Wasser-Pokémon. Ich habe auch keine Elektroresistenz. Wenn ein Elektro-Pokémon kommt, bin ich eigentlich auch am Arsch. Wer war bei dir Krokodok? Catgemmer, halt. Das ist bei dir. Ach. Dings gewesen, das Schnuthelm. Das macht's auch nicht besser. Ja, ist bei mir wieder eine Flug. Ja, war Mixery bei dir? Das Pandya, ne? Mixery. Ja. Wäre auch noch okay. Boah,
Ja, jetzt. Also ich sag mal, ich nehme alles rein, was wenigstens keine Schwäche zu Elektro noch hat. Ich meine, wir können von mir aus erstmal Ladia reinnehmen, das ist erstmal okay. Okay, dann nehmen wir den rein. Das wird jetzt auch nicht so schlecht sein. Und das wäre zumindest, was ich auch in Flugpokémon reinwerfen könnte. Ja, ich glaube sogar, das ist mit das Beste, ja. Ja. Ach stimmt, wir haben noch einen Dschungel-Encounter, den können wir uns noch erst schnell angucken. Oh ja, okay. Okay. Ja, ich hab, sehr schlau, Sio, sehr schlau. Ich level das trotzdem hin. Ja, bei Try 6. Das Ding ist, ich glaube, ich habe gar nicht mal so viele Tries gemacht, wie bei mir halt da standen, weil ich glaube, die circa 10 bis 12 Tries stehen halt da, weil ich da entweder am Anfang direkt draufgegangen bin, ja, Punkt Aussagesatz, wo ich am Anfang einfach so schnell draufgegangen bin, dass es nicht mal wirklich Relevanz hätte, mehr oder minder, bitte was Gutes. Ja, ich habe auch alles vor dem, also wenn ich beim Team das mal Typen resettet habe, habe ich es nicht gezählt. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Warum ist dieses Spiel so ein elendiges Arschloch? Also wirklich! Wir haben es mir auch herausbeschworen, indem wir Ledia mit reingenommen haben. Ich dachte mir auch gerade wirklich, ne, ich dachte mir, das gibt es nicht, dass jetzt auch noch ausgerechnet das Kackviech kommt. Das ist doch vor allem auch wieder eine Elektro. Ja, ist raus. Könnt's nicht mal, ist es so. Ich kann's nicht mit reinnehmen. Oh mein Gott! Das ist Flugbogen, by the way. Oh mein Gott, das bleibt nicht drin. Nächstes Goal machst du einen in den Kuro Solo Run in Pokémon. Ich glaube, das ist zu langweilig, bin ich ehrlich. In Blaze Black 2 Redux. Nee, ich glaube. Ach man. Ich glaube, das ist zu langweilig. Das ist so für eine halbe Stunde witzig und dann ist es nicht mehr witzig. Das bei vielen solcher Challenges so. Dass sie am Anfang sehr witzig sind und dann sehr schnell wird sie sehr gleich die ganze Zeit und dann ist es nicht mehr witzig. Das ist auch bei meiner Meinung nach so ein bisschen das Problem. Eigentlich, finde ich. Eigentlich, ja, bei uns jetzt nicht, aber. Ja. Bei uns jetzt nicht, bei uns geht immer alles schief. Wer ist denn dran? Dann kommen wir noch zu dem Punkt. Wer darf denn die zwei Turteltäubchen mit? Okay, wer möchte Staraptor und Ladybar sein? Mann, haben wir jemanden? Wäre das was Gutes gewesen? Oh mein Gott, das wäre so ein Traum, wenn ich irgendwas, auch nur annähernd Besseres bekommen. Oh, ich benenne es nach Tidus. T-I-D-U-S. Oh. T-I-D-U. Das Problem ist ja, Ledian, wenn Ledian wenigstens nicht so ein beschissenen Attack als auf Special. Warum hast du so viel geilen. Jetzt warte ab, pass auf. Ich guck mir jetzt den nächsten Encounter an und dann schrei ich vermutlich. Das war der Schatten, der mich angegriffen hat. Das war der Schatten? Ich dachte eigentlich, ich wäre im Schatten. Ja, ich bin ehrlich, das hätte es jetzt auch nicht wirklich besser gemacht, das Team. Also wäre ein besseres Pokémon, ja, aber also fürs Team hätte es jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich ziehe aber auch jedes Wasser-Pokémon, was existiert. Oder Flug-Pokémon. Downy muss sich einen richtig schlechten Spieler nehmen und damit dem das Howling spielen, also Jerry zum Beispiel. Macht er doch schon. Stimmt, ich spiele doch gerade mit Sirius, hä? Nicht mit Downy, das ist. Das funktioniert sehr gut. Dumm und dümmer sind wir hier. Ja, ich bin ehrlich, so geil sind die Encounter hier gar nicht. Und Relikant bringt mir auch Relikant? Nichts. Relikant? Ja, also Relikant wäre ja, geil, den hätten wir aber ja auch wieder nicht reingenommen. Das ist halt wieder eine Elektroschwäche. Ja, dann. Ja. Das ändert wieder nichts an der Problematik. Mein Bedroher, also ich hätte schon mal irgendwas von anderen Pokémon dafür aus. Ey, Downy wirklich Profi-Angler. Ich angel die Wasser-Pokémon sogar an Land. Ja, dann level ich mal das Elekid hoch. Auf Level 30 kann ich es wenigstens gleich zu einem Elevoltik machen, weil ich müsste den. Habe ich den Stromisierer oder muss ich den noch kaufen? Ich weiß den auf jeden Fall. Den hattest du auf jeden Fall, ja. Ich weiß auch, dass. Werde ich auch mal eben gucken, für dass der garantiert Eisstein. Da sein muss. Ich bin mir sehr sicher, dass es den Eco Cosplay nicht gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass es das gibt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, dafür ist das Mann zu nischig. Wer war dein Sandama eigentlich? Mein Sandan meinst du? Ja. Gar keine Ahnung. Könnte ich dir jetzt nicht spontan sagen. Oh, wir können Überwelle kaufen. Ja, Elevoltik ist geil. Also gegen den sage ich auch gar nichts. Wir können jetzt Überwelle kaufen. Ja, mache ich auch gleich. Apropos, morgen ist wieder Hollander. Ne, morgen oder übermorgen ist wieder Hollander Quirk Control. Achso, ich kann Quirk Control als nächstes Top-Viewer machen. Pokémon Quirk Control. Das wäre wirklich eine Idee. Dass wir irgendwas mit Crowd Control machen. Kostet auch nur 7 Euro im Monat. Ich habe halt keine Ahnung, welche Spiele kann man denn damit alles machen? Gibt es da irgendwie eine Liste oder so? Ja, ich kann mal eben die App öffnen. Wahrscheinlich bist du noch an Pokémon-Spielen interessiert, right? Nö, das würde ich sogar bei Crowd... Ich glaube, bei Crowd Control
Wäre es vielleicht sogar auch interessant, Non-Pokémon. Also ich werfe beides offen. Ich empfehle grundsätzlich keine Quirk-Control-Spieler, die man nicht schon einigermaßen gut kennt. Das wird die Hölle werden. Ich hab's ausprobiert. Ja, ich hab's Spyro the Dragon aber gemacht. Da hätte ich auch nicht gemacht. Schickst du aber das wäre ja interessant. Privat? Nö. Ich öffne gerade die App und die braucht 5 Jahre zum Laden. Ich finde keinen. Okay, was haben wir denn Schönes? Also Pokémon Games gibt es. Mein Gott, wenn das denn mal funktionieren würde. Pokémon. Es gibt Pokémon Crystal, es gibt Pokémon Emerald, es gibt Pokémon Fire Red, es gibt Pokémon Rot und Blau. Das war schon ein Pokémon. Yo, Mushana mit Aurasphäre. Das ist strong. Und Mario Games gibt es beinahe alles. Bis Sunshine. Gibt sogar Paper Mario. Das ist auch cool. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Will ich jetzt einfach mal behaupten. Aber sonst noch irgendeine coole. Boah, Elevoitek lernt schon wieder so viel. Ich weiß doch gar nicht, was ich dem alles beibringen soll. Mann. Das überfordert mich schon wieder. Gefriertrockner, Elevoitek. Oh mein Gott. Ich habe jetzt Gefriertrockner und Siedewasser auf dem. Das ist so gut. Ja, scheiß mal auf Psychokinese. So. Was ist denn mystisch bei mir, dass das jeder lernen kann? Ich beschwere mich nicht, don't get me wrong, aber... Wo hast du es denn bekommen? Trotzdem. Weißt du das zufällig? Nee, das ist in dem Shop hier drin. Okay, da, ich glaube, sind hier vielleicht die Schilde oder so? Ich weiß es nicht. So, wo müssen wir... Ah, ich wollte Hyperbälle kaufen, das war's. Schon lecker, die 1 da oben zu sehen in der Supporterliste. Ja, ich glaube, die behältst du auch eine Zeit lang. Ist nur steile Hypothese meinerseits. So. Ich habe fast mein ganzes Geld jetzt für Bälle ausgegeben, aber wir müssen auch Encounter fangen. Und ich glaube, ich habe auch noch. Oh, ich kann so viel verkaufen, wahrscheinlich auch wieder. So, das weg ist ein Attack damit, für 100. Nee, weg. Oh, Blaubine. Oh, ja. Das ist die Attacke von Keldeo. Ja, genau. Ja, Fossilien können wir eigentlich auch verkaufen, weil wir benutzen ja nur eins. Ja, eben. Oh, alte Krone kann man nicht verkaufen, schade. Perle noch. Ja, ich glaube, ich hole gerade so viel Geld wieder rein. Das ist der Wahnsinn. Der mega schnell nicht verkaufen kann. Okay, jetzt müssen wir in die Diktahöhle, ne? Und dann müssen wir kämpfen. Oder können wir Nagato, vielen, vielen Dank für 5 weitere Gift-Ups. Vielen Dank für den Support. Also heute sind die Leute... Heute glüht der Sub-Button. Der glüht bei Nagato und Bock hier einfach. Der ist krank. Der brennt. Oh, da dachte sich, ich habe jetzt 10 Minuten lang nicht mehr oh geil gehört. Es wird wieder Zeit. Wird halt echt wieder Zeit. Würde es Sinn machen, die Wetten auf Verlieren 2 Mons zu erhöhen? Können wir auch gerne machen. Wenn ihr sagt, wir sind inzwischen so kacke, dass ihr das so haben wollt, dann ist es okay für mich. Das können wir machen. Also wenn es jetzt noch eine Person im Chat gibt, die keinen Sub hat, ne, das ist da, dann, also weiß ich nicht, wie man das hinbekommt. Dann, das würde ich schon fast eher sagen, dann habt ihr zu viel Glück in Anführungsstrichen. Dann Fernbann. Weil dann habt ihr euer Karma-Konto damit, glaube ich, gut nach oben gehauen. Ah, scheiße. Karma-Konto. Ja, Karma-Konto, hä? Warte, Iska und Drasetis haben kein... Wie? Von Drasetis ist halt, der schreibt ja auch wirklich viel. Was ist los mit euch? Ah ja, auch. Hier, also, ich check's nicht. Ich find's immer noch richtig dumm, dass das System auch so ist. Warum werden nicht Leuten als erstes Subs gegeben, die auch wirklich, die schon mal geschrieben haben? Weil ich glaube, es haben auch viele Leute Subs bekommen, die noch nie geschrieben haben, aber halt zugeguckt haben. Weil ich glaube, dadurch kannst du auch Subs bekommen. Ich meine, das ist ja auch okay, aber teilweise geht sogar an Bots dann. Ja, ja, eben, es geht mir nur um die Priorisierung. Das ist das, was ich, worum es mir geht. Dass quasi Leute priorisiert, dass quasi erst eine Liste abgegangen wird von Leuten, die schon mal im Chat geschrieben haben. Weil das kann man sicher easy, oder ist sicher auch irgendwie easy programmierbar. Und dann danach war es das Schreiben, oh mein Gott, Jerry ist da. Jetzt geht's los, oh je. Oh nein, oh das je. War's dann. Wir können wieder resetten. Ja, wir können wirklich resetten. So, Freunde, seid ihr bereit für den Anfang? Denk dran in dem Spiel, in der Höhle, dass hier ganz viele Weihnachts kommen. Da haben wir schon einen Counter geholt. Ja, aber wegen den Rhinots. Eigentlich können wir da auch mal mit Schutz rumrennen. Aber ich habe kein Geld für Schutz. Ich bin pleite. Ich muss mir Schutz kaufen. Ich mach das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht, was mit den Subs ist. Es ist. Ja, so. Wir kommen und ich habe noch nie zugesehen. Perfekt, Kane. Ja, deshalb ist es. Es ist ganz, ganz weird. Wo ist denn mein Superschutz? Superschutz da. Ich habe sogar einen Top-Schutz gefunden. Wahnsinn, ich habe mir einfach 37 gekauft. Weil ich bin ein reicher Mann. Das bin ich nicht. Es ist halt wirklich, es ist, ja. Wie gesagt, das Konzept ist dumm, ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist, soll so sein. Aber ich sag... Müsst ihr doch selber subben. Das Team sieht noch einigermaßen okay gerade aus. Meinst du auch? Kommen irgendwelche Kämpfe? Also klar, es sind auf jeden Fall Schwächen da, aber es sind wenigstens jetzt so Pokémon, wo ich nicht sag, die kippen auf jeden Fall bei jeder Attacke. Wobei das Schlimme ist ja, wir hatten ja sogar Evolites? Ich weiß nicht, was der Plural ist. Ich kann auch aber einen Pokémon Evoliten geben. Oh mein Gott. Der Typ, der 300 Subs gegeben hat, kommt mal wieder zurück. Der ist doch da, hä? Der hat doch dir gerade geschrieben, wie ist Jerry kein Sub bei über 300? Und recht hat er. Das ist richtig. Das ist richtig. Warum eigentlich nicht? Ja, so halt. Darum. Ich finde es immer so witzig, wenn bei der Mucke immer dieses Oh im Hintergrund kommt bei mir. Das ist irgendwie, ich glaube, Schwert und Schild. Runde, nice. Ich weiß gar nicht was. Ich glaube, dieses Dojo, der DLC. Oh mein Gott, jetzt bin ich reich genug, um mir das DLC zu kaufen. Von Karmesin und Purpur. Besitze ich im Übrigen immer noch nicht. Spaßfakt am Rande. Habe ich mir bisher noch nicht gekauft. Werde ich mir auch, glaube ich, niemals kaufen. Same. Weil ich den Sinn da. Ich brauch's halt. Ich weiß nicht, wofür. Wofür ich das bräuchte. Ich spiele kein VGC. Ich würde gar nicht daran interessieren. Und alles, was ich bisher da gesehen habe. So, das Einzige, was ich gesehen habe auf YouTube, ist, dass Purple Cliff, glaube ich, momentan sehr viele Prop-Hunt-Videos da macht. Mit diesem... Ja, warte, was macht der? Mit dem DLC Prop-Hunt. Was ist das? Wenn du so dich... wenn du irgendwie ein Gegenstand oder halt in dem Fall ein Pokémon bist und dann Fangen spielst. Okay. Also so macht er es auf jeden Fall. So kenne ich halt Prop-Hunt auch. Das ist so das Einzige, weil das anscheinend gut ankommt, aber ich weiß nicht, ob das was im deutschsprachigen Raum wäre. Ja, Legenden Arceus juckt mich bisher auch nicht wirklich, muss ich sagen. Oh mein Gott! Bocky, vielen Dank, dass du Jerry einen nice Sub geschenkt hast. Gut, Kuss geht raus. Almosen für die Armen sind immer appreciated. Deshalb nehme ich sie auch so gerne an. Kann der aufhören, nur auf mich zu gehen? Und kann der aufhören, nur Reflektor zu machen? Sag mal, was ist eigentlich bei uns mit Isso los? Das Ding ist ja, wir kriegen ja nicht mal lauter wohin genau hingestellt. Wir kriegen die ganze Warum Zeit Isso in du die Fresse Tüchen, geworfen. Warum Alter? Scheiße, Isso war doch nicht das Molung. Ich versuche Schwerter zu setzen, damit ich nicht down gehe. Ich check's halt auch einmal nicht. Isso jagt uns wirklich hinterher. Es ist der Wahnsinn. Ey, und dann danke sehr. Mein Gott. Okay, jetzt hat jetzt dreimal Schwerter und dann kill ich das. Jerry wollte gehen, der war nur hier, um Sub abzugreifen. Ekelhaft finde ich das. Ich, auf sowas spuck ich. Das ist ein Spukball auf dem Nebula-Cut, der Mate? Okay. Ja, hat sich wohl auch ein paar TMs gegönnt, ne? Ja, ich merke das. Gönnt sich ja sonst nichts. Ja, außer Primal Groudon. Boah. Jetzt mal alle auf 30 Jahren. Okay, hier ist eine neue Route. Das ist so lange her, ich habe schon wieder vergessen, dass wir mal gegen Primal Groudon kämpfen mussten, beziehungsweise halt du, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, ne? Donnerstein, ist es even randomized? Nee, das ist nicht gerandomized. Ja, schlimm genug. Na gut. Hier ist Polizei. Schade. Alex ist traumatisiert, aber wirklich. Ja, und das zu Recht. Da muss man ihm auch recht geben. Wir dürfen an der Stelle von diesem Game zu Recht... Gedings sein. Ich wollte nur züchten gehen. Was willst du denn züchten? Deine neue Aalfarm oder was? Ich weiß nicht, wie ich auf Aale gekommen bin, aber ich hatte gerade Aale im Kopf. Was? Aale. Nee, ich wollte eigentlich Algenfarm sagen. Das ist das, was ich sagen wollte. Okay, wollen wir hier direkt angeln? Ja, ich bin. Komm wieder zurück, ja. Oh, wow. Stark. Jetzt haben wir beide Positionen einfach gewechselt. Ja, dann gucke ich mir noch meine.
Dann gucke ich mir meine TMs an. Jetzt wieder raus, komm wieder. Nein, jetzt gucke ich mir gerade die TMs an. Guck mal, Ampelleuchte nehme ich mit. Oh, ein Multi-Angriff ist auch geil. Den kann man auch noch... Kehrschelle. Oh mein Gott, ich habe endlich eine gute Stab-Attacke für mein... Naja, 90 Base Power, aber ist besser als nichts. Für mein... Nur 90 Base Power. Dings. Da ist aber auch echt schlecht. Okay, oh, ich guck mal, welche Disc ich habe. Für Kingla dann, damit ich ihm das beibringen kann. Was für eine nice Coverage könnte ich dem geben? Ich habe Käferflug, Gift, Elektrokampf. Ich glaube, Flug. Was meinst du, brauche ich das Leuchtenmoos noch? Das ist nice. Verkaufen. Nee, ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube nicht. Den Dankesbrief, nee, den behalte ich. Warum eigentlich immer mit Essen oder Sport? Ich weiß es nicht. Wir haben das Thema Essen abgehakt. Wir haben das Thema Streaming-Zeit abgehakt. Wir haben das Thema Sport abgehakt. Im Endeffekt bräuchten wir maximal irgendein Spiel oder sowas. Beziehungsweise da wäre halt genau eben Crowd Control die Option. Könnt ihr einfach mal still sein mit eurem wohin genau? Ich will das nicht mehr sehen. Ja, ich sag wohin genau finde ich okay, ist zu sehen. Als ist so ist gefühlt schlimmer. Mario, nein, das machen wir nicht. Da haben wir gesagt, da haben wir die Schmerzensgrenze so krass übertrieben. Ein Horror-Game. Oh, ja, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Oh, das ist der Eisstein. Jawohl. Eine Versus gegen jemanden. Mach ich gerade. Gegen Sirius. Ich wollte gerade sagen, mach mal. Ich bin noch gerade eine Versus. Und nächsten Monat gibt es ja auch eine Versus. Also, so ist nicht. Ach, Tropic Freeze habe ich doch schon zweimal, glaube ich, im Stream sogar zu 100% gespielt. Bei mir beißt einfach nichts an. Oh, okay. Also, es ist schon wieder Feuer bei dir, aber hey. Level 31, by the way? Ja, und ich habe einen Glibbunkel. Das ist ein okayisches Pärchen. Ich sage, es ist nicht so beschissen. Nehme ich. Warum ist das Schulsystem in Deutschland so schlimm? Weil was Bildung und Modernität. Fünf Jahre braucht, um Deutschland irgendwas zu beschließen. Absolut richtig. Bis die in Deutschland irgendwas beschließen, ist schon wieder alt. Muss schon wieder was Neues beschlossen werden. Und die Bildung eigentlich schon seit über 10 Jahren hinterherhängt. Wenn nicht sogar bis zu 20. Ich wollte gerade sagen, wenn man sich die Klassenräume anguckt, da hat sich ja in den letzten 30 Jahren nichts verändert. Das stimmt, Suppenspecht. Tropical Freeze wirklich geil. Ich war mal neugierig. Ah, bei mir sind sie dran, ne? Man hat ja noch so. Ja, bei dir ist dran. Ich war mal neugierig, weil ich wissen wollte, was sich so in meinem Klassenraum verändert hat, den ich so 10 Jahre lang gesucht habe. Die sahen ja 10 Jahre lang ziemlich gleich aus, die Klassenräume, in denen ich war. Die werden sicher nicht verändert sein, ne? Und dann habe ich so recherchiert, nicht, wie die sich aussehen, wie die heutzutage aussehen, und ich dachte mir so, ja, where's the difference? It's the same picture. Ja, es ist wirklich stimmt. Zero. Z-E-R-O. Das könnten wir potenziell sogar reinnehmen. Statt wem? Haben wir noch einen Counter jetzt erst? Ja, ne? Nee, ich glaube sogar nicht. Können wir in der Stadt nicht angeln? Nee. Ah, beziehungsweise wir können halt auf die Route rechts gehen, ne? Lass das ja erstmal. Wobei, dürfen wir da schon hin? Ja, dürfen wir. Hügel des Gedenkens. Alter Ralf. Alter Ralf? Was? Alter Ralf. Hab ich gefunden. Ah, mein Encounter ist ein unserer Tytox. Meiner an sich ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr irgendein Meme-Paar habt, irgendwas Lustiges und noch kein Bock hier existiert, dann vielleicht nicht. Das können wir gerne machen. Kommt drauf an, was du als Meme-Paar auch noch empfindest. Wo kann man denn hier? Ja, der, ich sag mal, der Unterricht müsste halt aktueller sein. Wie? Da ist ein Hack im Weg! Naja, ich meine, ist realistisch, als ob der nicht so, als ob der da nicht drüber gucken könnte, ne? Mann. Mein Angriff, oh mein Gott, gefühlt. Hast du keine bessere Kampfattacke als ein Misso-Schwert für den? Nee. Schade, war es ja speziell. Ja, der Unterricht ist halt schon, ne, und die Bücher und so. Ich hab, bei ich mean, hab Frostjob, ja, aber ich will das nämlich bei Friedrich 80 Accuracy. I mean, kann man machen, finde ich. Sag 80 gehen fit. Ist eine Steinkante. Alles unter 80 finde ich ganz schwierig. AK Fokusstoß. Okay. Das werde ich im Leben nicht entwickeln. Naja, je nachdem, wenn wir es ganz spät reinnehmen. Ich meine, die Ponytox ist jetzt auch nicht so ein schlimmer Encounter. Ich weiß, wer das gerne wäre. Ich bin sogar dran, oder? Du bist dran. Oh, dann nimm's Raito. R-A-I-T-O. Hatten wir Raito nicht schon? Ist dann Raito 2? Wenn dann tot.
Aber ich hab's auf jeden Fall nicht in der Box gerade. Ja, okay. Oder letzter Run als vor beiden. Also, er ist halt legit Müll, ja? Das ist richtig. Raito war Nidoking damals. Ah, ich wusste doch, ich erinnere mich doch noch an Raito. Ah, okay. Bericht von Raito. So, und du wolltest... Knolle und Adrenalin. Das hat er mich auch gesehen. Du wolltest überlegen, ob wir feurige Plus-Dings reinnehmen, ne? Ja, Kann der Freeze-Dry von selber? Eigentlich nein. Oh mein Gott, leider Errors. Warum? Okay, gut. Warum ist der eigentlich schneller? Oh, wir sind im Speed-Teil. Na gut. Nassschweif. Boah, mein Garados hat actually echt geile Coverage, muss ich sagen. Ich hätte mehr Moves, die 100% Accuracy haben. Ich renne jetzt mit Rundsklinge rum, was... Oh mein Gott, Schio-Klinge. Oh, was wäre denn bei dir ein Pokémon, was du potenziell raustun wollen würdest? Für Glibunkel. Oh mein Gott, warum hat der einen Rosana? Ja, weil ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo die meisten Mons, wo die meisten Trainer, wollte ich sagen, so ein bisschen stärker unterwegs sind, habe ich das Gefühl. Ich kann nicht mehr fliehen, perfekt. Der Icy! Pass auf, der spielt dich. Der spielt dich von vorne bis hinten hoch und runter. Bis jetzt habe ich nur physische Attacken gesehen. Bam! Oh mein Gott! Ich glaube, der kann auch nur physische an dem Punkt. Also ich hoffe es gerade für dich, weil wenn er was Spezielles hat, bist du tot. Ich habe jetzt 3 Attacken gesehen von 4. Ich glaube, du verlierst hier dein... Oh. Boah, das könnte knapp werden bei dir. Ich flinch! Danke. Okay, boah, Manometer. War jetzt so spannend? Ich war wirklich ein bisschen gefesselt davon gerade und dachte mir so, what the hell? Ich hätte vorher nicht auch einfach mal nebenbei Bunker drücken sollen. Dann wäre er vergiftet gewesen. Ja, dadurch, dass jedes Bundesland auch noch sein eigenes Ding, was Schulen angeht, macht, ist sowieso Katastrophe. Und Bayern ist eh immer lauthals und was das angeht, eh immer ein bisschen cool für dich. Also. Wer war Feuerriegel bei dir? Der entwickelt sich auch mit 32 AK jetzt, right? Glibunkel, nee. Also ja, zu Gila war halt, aber erst auf 36 zu Tornapto. Mann. Okay, dann oder Torinupto oder wie auch immer ihr das Ding aussprechen wollt. Ich dachte, die Gen 2 Starter waren 32. Meganie, ja. Und für Alligator ist 30 und Typhlosion ist 36. Warum denn schon wieder? Weiß ich doch nicht. Na gut, dann lass uns das so lassen. Ich sehe gerade, dass mein Team falsch ist. Ich habe immer noch... Patrick, wunderschönen Abend wünsche ich noch. Tschüss. Hallo, Patrick. Also ich wüsste gerade gar nicht, wen ich... Bramble reinnehmen? Ich brauche auch nicht. Also wenn er nicht in den Weg hält, dann brauche ich ihn auch nicht. Wen hatten wir? Ach, Lady, ja. Ich hab nämlich noch Gwenbull drin. Aber was ist denn... Die Eis... Das Eis auf Englisch. Gelatini. Vanillite. Ach ja. Das ist zumindest die erste Stufe. Wie die zweite Stufe ist, weiß ich gar nicht. Weil die Endstufe ist Vanillax. Ich glaube Vanillish oder so. Ja, genau. Okay, dann... Ja, dann können wir im Grunde weitergehen. Dann düsen wir einfach jetzt weiter. Jetzt kommt auch direkt der nächste Kampf, der nächste Bosskampf, oder? Beziehungsweise, also jetzt kommen erst ein paar Trainer noch, aber... Okay, dann gehe ich schon mal auf 32, weil der ist 34 Level Cap, oder? Ja, könnte man machen, ja. Sehe ich. Ich gehe mal auf 31 zumindest. Ist vermutlich nicht verkehrt. Hallo Zane, ich hoffe dir geht's gut. Ich hoffe du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Hello. Was ist denn euer Plan fürs Wochenende? Weil meins wird, also meine Freundin, wir feiern morgen Geburtstag von meiner Freundin noch. Mhm. Das Ding ist, das bedeutet natürlich, dass man wenig schlafen wird von Samstag auf Sonntag. Das finde ich nicht ganz so gut, aber ansonsten gehen wir da Tapas essen. Ein Dankesbrief von einem Friedhof geklaut, perfekt. Das wird wild. So bayerische Tapas, also so kleinere Portionen. Aber es ist wild, da gibt es einfach so Schweinebraten und sowas in kleinen Rinderbraten, habe ich auch gesehen. Oh, Scheiße, ich würde auch mal gerne wieder so geil essen gehen, irgendwas. Das ist nice. Einfach nur essen, ohne drüber nachzudenken. Also ich freue mich darauf, das wird nice. Und danach geht's noch in eine Bar.
Da bin ich jetzt nicht so heiß drauf, weil ich bin nicht so der Barmensch, aka der irgendwas trinken gehen Mensch. Da bin ich auch gar nicht. Das ist halt immer, ich finde das immer so doof, weil wenn du, also ich weiß nicht, vor allem in der Bar, wenn du da halt nichts Alkoholisches trinkst, komme ich mir so weird vor. Ja, das ist halt auch immer die Sache. Und das nervt mich auch richtig, weil ich mir denke, ist ja eigentlich eine gute Sache, dass man das nicht macht. Oh, wir haben hier noch einen Counter, Hügel. Ja, da kommt gleich noch einer, ja. Oh, ist das geil? Morgen gehst du arbeiten am Samstag, ja, pfui Deiwe. Oh, ich bin reingerannt. Und danach wieder Blech. Ja. Boah, du sammelst aber auch Feuer-Poker. Das Problem ist, ich sammle alle Feuer. Du sammelst alle Feuer und nicht alle Wasser-Poker. Ja, weiß ich gar nicht. Also ja, ist ein guter, ne? Ich denke auch, dass es genug alkoholfreien Kram da hoffentlich auch gibt. Also da. Es gibt halt leider online keine Karte, weil es ist irgendwie so eine krassere Bar. Die krassere Bar, die haben keine Karten mehr. Karten sind aus. Also du kannst hier online halt nicht die Karte angucken, in dem Sinne. Ja, das war dann ehrlich schon. Das ist scheiße. Da ist erstmal Dupes. Ja, also ich kann dir. Ja, egal. Ich schau gerne mal nach, was man da vorher bestellen kann, bevor ich da hingehe. Das ist auch Dupes. Ja, das Problem ist, die machen da, glaube ich, immer so individuelle Drinks zum Großteil. Ach so. Weil die haben so ein bestimmtes, so ein Breaking Bad-Theme, sage ich mal. Weil es ist auch das Breaking Bad-Theme. Ich habe einen Fritzeblitz, das ist actually auch. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gut. Dann hast du endlich mal eine Elektrosistenz und ich habe noch eine Flugschwäche, aber das ist okay. So. Ich glaube, ich bin dran, ne? Ja, der Dragon Ball Macher, Autor, ich weiß es nicht, ist gestorben. Ja, das ist auch sehr sad. Das Ding ist, ich habe halt noch nie Dragon Ball geguckt, deshalb habe ich, um ehrlich zu sein, nicht so eine krasse Bindung, aber es ist natürlich trotzdem sehr sad. Also so ist es jetzt nicht. Das schreibe ich genauso wie du. Megas gibt's nicht, nee. Leider nicht in Gen 7. Nur von unseren Rivalen. Ja, die killen und bei den Gegnern. Bei mir habe ich es leider nicht hinbekommen, dass mein Megabanett zum Beispiel bleibt. Ja, das wäre jetzt aber auch egal. Also ich würde es jetzt einfach mal Wagen gönnen, weil er hat die Punkte ausgegeben, aber hat zwar zu früh abgeschickt, aber das ist okay für mich. Okay, was hat er geschrieben? Wargun. Oh, und jetzt hat Luceron geschrieben. Ja, ich glaube, ja. Luceron verkraftet es. Ich glaube dran. Der Mangaka von Dragon Ball. Ah. Wagun. Die Wagan. Ja, die Kriegspistole. Gestern Anime angefangen. Zwango. Urgesang! Na, stark. Nein, ich wollte nicht angeln. Die Attacke ist actually gar nicht so stark. Ich glaube, die hat nur. Lol, ich glaube, der hat sogar im regulären Spiel hier Lusadin. Im regulären Spiel müsste er das sogar hier haben, ja. Maximal Kraft, der leitet den Spezialangriff oder das Angriff, was du denkst. Das ist, to be honest, eigentlich gar nicht so schlecht. Das kann vor allen Dingen wohin genau lernen. Nicht die richtige Beschreibung. Urgesang macht das, ich glaube, hat 70 Base Power, ist eine spezielle Normalattacke und kann, aber glaube ich, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Gegner einschläfern. Dieses Schlafen eventuell ein, ja, jetzt sehe ich es auch. Ich kann leider nicht falschen Pokémon lernen. Ja, ich meine, ob wann es bekannt gegeben wurde, das ist ja eher wichtig für die Leute, die es halt logischerweise. Aber ich glaube, der Typ ist nicht random, heißt. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Okay, dann ist der. Aus irgendwelchen Gründen kann der nicht gerandomized werden. Ich bin, wie gesagt, ich bin mir ja auch sehr sicher, dass der das im normalen Fall auch hat. Also ich würde jetzt auf Level 33 mit allem gehen, weil es kommt gleich nochmal dieser Special-Kampf. Gegen die Skull-Dame. Und danach kommt nämlich nochmal der Insel-Dings-Kampf. Doppelschlacht. Nee, das. Dann gehe ich auch mal auf 33. Ich hätte mal gerne ein paar mehr Items, die ich verteilen kann. Ich bin echt schlecht aufgestellt, was Items angeht. Nee, das geht bei mir actually sehr fit. Ich habe Southwest. Ich weiß. Giftschleim, ich habe Überreste. Ich hab Flugknopf. Und dann war's dann großartig. Ja, stark. Du musst. Dreh dich nicht auf die Unkraut. Schau lieber, wie viel Blume du hast. Ich habe keine Blumen. Das ist ja das Problem. Ah, du hast genug Blumen. Ich hab so ein Flora. Ja, sag ich doch. Schon mal eine Blume mehr als ich. Warum gibt es hier ein paar Trainer, die nicht veränderbar sind? Das ist jetzt bisher, glaube ich, der einzige, aber ich kann ja auch nicht sagen, warum es so ist. Es gibt auch der auf der ersten Route mit dem Raubwied, der auch immer da ist. Ist wahrscheinlich einfach so, man kann es im Code nicht ändern oder so. Der hat normalerweise Sterndu und Garados, kein Lusadin.
Warum hat er noch beiden? Er hatte gerade nur einen Trainer. Es kann eigentlich nicht sein, dass er nur ein Pokémon dann hat. Das ist weird. Ja, das stimmt. Okay, Ruin des Lebens. So ist das Leben. Hä, wir müssten eigentlich jetzt noch ein... Ich glaube, wir haben irgendwas... Ah, wir haben irgendwas... Wir haben die Stadt noch nicht gemacht, wir Dümpel. Oh. Ach so, mit dem... Wir haben es halt heute erst erfahren, ich bin mit seinem Werk aufgewachsen, bin ja richtig der Anime-Crackhead und Toriyama hat meine gesamte Kindheit geprägt. Das verstehe ich dann bei sowas. Also, ja, dass man da ein bisschen... Der Shop hier war auch random. Sentimentaler wird, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ich meine, mir will jetzt gerade... Oh, ein Kingstein. Mir will jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht einfallen, bei wem ich sowas ähnliches hätte. Weil ich jetzt gerade aus Versehen es gekauft. Ja, Brückbrief N, da ist er. Aber es gäbe sicher bei mir auch irgendwen. Nur weiß ich es gerade nicht. Ich sag, wenn Ichiro Oda zum Beispiel stirbt, dann... Bei mir ist es ja wahrscheinlich so jemand wie der Zelda-Macher oder so. Sachen, die ich immer gespielt habe, von Kindern an. Wenn Miyamoto-chan stirbt, dann, der würde mir jetzt einfallen. Das würde mich schon wirklich unten rum stressen. Miyamoto-chan. Ja, natürlich. Miyamoto-chan. Natürlich. Mein Miyamoto-Leinchen. Spezialität habe ich erhalten, jawohl. So. Wollt ihr eine Wette machen für den Team Sky-Vorstand gleich oder nicht? Wahrscheinlich wäre es vernünftig, nicht. Ne? Tendenziell, die Erfahrung hat gezeigt, dass es vernünftig wäre. Dann ja, machen wir mal ein Wettchen für Fran und dann kommt. Können wir eine Wette haben, ob irgendwas stirbt bei uns in den nächsten Kampf? Any Mods? Any Mod Enjoyer? Enjoyers? Any Mods here? Oh, ich bin reingerannt. Whoops. Dann muss ich wohl eben mein Dashboard öffnen. Vorhersage. Okay, Chat, ihr könnt gamblen. Hab ich einen Sub bei dir bekommen? Bin ich schon Sub bei dir? Ich habe keinen Sub bei dir schon bekommen. Bist du nicht schon Sub? Nein, ich war Sub. Ich hatte aber schon mal einen Gifted Sub. Hier testen, wenn wir in den Chat schreiben. Test. Hab ich das geschrieben? Test. Kein Sub! Hallo. Alles gedodged! Peinlich. Das hallo, Seifon! Nee, ich hoffe, dir geht's gut. Da hört's auf. Ich bin raus, Leute. Das war mein schöner Abend euch noch. Man sieht sich. Schade. Mann, ich war gerade dabei. Oh, ich hab einen Mod überstimmt. Vergambelt eure Punkte. Verlieren wir was oder verlieren wir nichts? Los geht's, Chat. Verliert eure Punkte. Okay, also bei mir wäre die Wette schon durch. Dafür habe ich einen Sub geschenkt bekommen bei einer Person, wo ich vorhin das erste Mal reingeschaut habe. Stark, das ist doch das, was man sehen will. Bam, bam. Geht die Wette jetzt noch eine Minute, ich habe 2 Minuten gemacht. Ich habe jetzt einfach mal für derweil, weil ich gerade auch keine andere Idee habe, aber was da haben will, den Relaxo-Anzug da, diesen Ganzkörper-Hoodie oder wie ich es nennen soll. Gestern noch, ich weiß nicht, über Subgott, heute 4 Stück an einem Tag. Ja. Ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht erwartet, dass das so drastisch geht. Bocky, vielen Dank, dass du... Wer ist das? Ah, ich habe meine Brille nicht auf. Warte mal ganz kurz. Lass mich mal das ganz genau sehen. Oh, das bin ich! Sagt mir irgendwie nichts. Serius Chalenges. Okay, ich glaube, so spricht man den aus. Dass du diesen No-Name einen Sub geschenkt hast. Jetzt reicht's wieder. Wobei ist ja kein No-Name, sorry. Der ist ja bald bei den Rocket Beans. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, in ein paar Tagen. Stimmt, wann genau ist das nochmal? Am 12. 12. März markiert es euch im Kalender. Oh, das ist aber unter der Woche. Am Abend hoffentlich, ja. Aber dann. Gegen Nachmittag, ja. Gerodio, ich sehe schon geil aus mit der Brille. Zieh ich sie direkt nochmal an? Okay, wir können übrigens rein. Hast du es wieder ausgemacht? Ja, aber ich versuche mich gerade an meine Brille wieder zu gewöhnen. Die killt mich gerade. Das ist so weird. Ich habe damals in der Schule eine Brille gebraucht, weil ich nicht zur Tafel sehen konnte, weil ich aber halt auch gefühlt von den Reihen her immer ganz hinten saß. Und gerade im Chemieraum gab es halt so nur immer so 4er-Plätze, aber insgesamt 7 Reihen. Und ich saß halt immer super weit hinten. Heilige Kacke, da ist ein Mega-Morwile. Auf jeden Fall, dadurch konnte ich halt nie nach vorne sehen und dafür habe ich eine Brille gebraucht. Ich glaube, nach einem Jahr habe ich diese Brille nicht mehr gebraucht.
Ach komm, ich will nicht mehr. Geil. Hat er gemacht. Bocky. Vielen Dank für weitere 100 Gift-Subs. Der Support ist mehr als appreciated. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sage. Ich habe letztes Mal meine Stream ausgemacht. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, geil. Keine Ahnung, was das nächste Ziel ist. Vielen Dank für diesen unfassbar immensen Support. Belex, ich bin zweimal an meinem PC gegangen. Ja, das sagt man, Belex, das sagt man. Und beide Male kamen die 100 Subbombs. Naja, dann hast du wohl die eine andere 100 verpasst und die anderen 95 hast du noch verpasst. Ja, ich habe übrigens keine Idee, was wir noch machen. Ich bin etwas raus. Kann das jetzt bitte nicht passieren? Ja, Felix, das sagt man. Die nächsten zwei Mons müssen Bocky und Wurst heißen. Ja, von mir aus können wir das gerne bei mir machen. Aber er wollte ein Meme-Mon werden, deshalb müssen wir mal schauen, ob wir da was Passendes dazu finden. Meme-Mon? Meme-Mon, ja. Ach du Scheiße. Matrifol. Mann, wofür hab ich jetzt Falter reingespammt? Das ist gar nicht mal so geil. Ich guess, ich kann auf Sinn gehen. Ich glaube, ich kann hier drin bleiben. Ich habe das Gefühl, also dieses Flunkiefer ist bisher immer mit Bettenpass. Oh, der kann doch was. Hui. Na hoppla. Na hoppa. Nein, 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 nein. Okay, warum, was und wie? Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Oh mein Gott. Oh, ich wollte eigentlich Ursprungswogel. Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob sich das so viel nimmt. Ja, okay, mein Kingler ist eh auch gestorben. Alles gut. Ich weiß auch nicht genau, was ich gegen diesen Matrix machen soll. Das ist richtig scheiße stark gegen mich. Habe ich eigentlich irgendwas Servektives noch gegen den? Weil der macht mir gerade ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Ich glaube, ich muss nämlich dieses Mega-Flunky. Okay, hier habe ich noch einen Feuerfeger. Ey, das Ding ist, ich habe sogar actually überlegt, ob nach dem Nuzlocke-Turnier ich mich auch ein bisschen... Ja, der hat dich hops genommen. Der hat dich gespielt. Ob ich nicht auch ein bisschen ins VGC wieder gehen will und es versuchen will. Aber jetzt habe ich gesehen, dass die nächste Regulations mit Legis ist und da habe ich schon wieder direkt keinen Bock mehr. Warum macht das so scheiße viel Schaden? Weil wir keine EVs haben. Das ist Punkt Nummer 1. Und zweitens hat Galagladi keinerlei Death. Und Matrifol hat, glaube ich, schon um die 110 bis 120 Attack. Das ist actually nicht so wenig. Nur die Sublegis? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Miraidon und Koraidon gesehen, oder? Geil. Was passiert hier? Ja, Matrifol. Sätze, die man nicht sagen sollte. Was passiert hier? Matrifol. Mhm. Das ist das Problem gerade. Also du bist im Blaze Black 2 Redux. Dann ist es erlaubt. Oh, Alter. Bro, bisher, also ich habe das Gefühl, dass dir diese Beeren meistens mehr schaden, als dass sie dir was nützen. Die Gegner fressen dir die immer weg. Genau, alles Käferfisch. Oh, geil. Weil, ja genau, kill, so Entei und Co, die sind ja schon erlaubt. Kill ich den mit Tempo Heap? Vermutlich nicht. Also muss ich wieder wechseln. Oh, geil. Ja, Bocky, das fühlt man aber auch. Scheiß mal auf VGC, lieber die richtige Penetration mit Blaze Black 2 gönnen. Richtig den Sadismus auf dich selber dir gönnen. Das ist doch das, was man will. Nee, sagt man Sadismus? Ist das das richtige Wort an der Stelle? Ich weiß es nicht. Ich hab die Brille, ist nur zum Gutaussehen da. Das heißt nicht, dass ich Sachen weiß. Masochismus meine ich natürlich. Ist doch alles dasselbe. Was machst du da mit dem Gelatini? Ist aber rein, wenn man mit dem Gift stirbt. Na, okay. Sag mal, ist noch okay. Ich brauche noch einen Zug. Schmerz ist Schmerz, so sieht's aus. Hast du nicht Eissplitter? Nein. Warum nicht? Warum, woher denn? Das lernt der von selber. Das hast du ja, meinst nicht. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Meinst halt Eisstimme und Lawine und Aufruhr. Ah ja, stimmt. Sadochismus oder Sadismus, das seid ihr ja alle. Ihr seid alle Sadisten. Stimmt, Entschuldigung. Nee, Coverlegis sind immer ab irgendeinem Punkt im VGC erlaubt. Das ist dann meistens, wenn es die VGC so...
wenn das Spiel meist gegen Ende geht. Die hat gute AI, oder? Nee. Also. Also die hat bis jetzt immer den schlauesten Move gemacht. Und jetzt gerade auch. Ja, wie die AI in dem Spiel ist, weiß ich oder AI weiß ich in dem Spiel gar nicht, um ehrlich zu sein. Wer ist Nagato bei dir? Das ist mein Ambidiffel. Der wäre ja noch mit am okayesten gerade in dem Squad, wenn er stirbt. Mit dem dann müsste jetzt Käferbiss kommen und dann sollte der tot sein. Ey, Bocky, also 400 Subs ist sowieso, du bist wahnsinnig. Also ich hoffe, ich denke, sie sind ein erwachsener 500? Mann. Du kannst mit deinem Geld umgehen. Kann er nicht. Also, oder es zumindest einschätzen, dass es dir nicht schadet. Deshalb, also wirklich vielen, 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 vielen Dank. Das ist im Endeffekt ein Jahressupport schon fast. Weil ich meine, wenn man das jetzt auch, mittlerweile ist er mir auch kurz davor, der Top-Gift-Sub zu werden. Wenn man das jetzt runterbricht auf 400 durch 12, das sind 33 Gift-Subs trotzdem pro Monat. Das ist auch absolut crazy. Ich bin ein erwachsener Mann und es schadet mir nicht, Gott sei Dank. Also wie gesagt, ich gehe davon sowieso aus, aber... Das hat ja auch noch ein Gift-Pool. Ich erwähne das immer ganz gerne, falls doch ein paar Jüngere dabei sind. Mondgewalt! Jetzt ist ein Parfi, beruhig dich. Ja. Ganz, ganz ruhig, Minion. Ganz ruhig. Sie schaffen das. Ich glaube an dich. Okay, okay, okay. Das killt doch den jetzt sowohl, oder? Ich hab nur Feenschwächen noch übrig. Ja, aber das killt ja. Ich glaube, Parfi hat jetzt... Was? Na gut, das schockiert mich jetzt actually wirklich ein bisschen. Also wenn er mich jetzt kritzelt, hatte ich mal einen Bullen, genau. Ich sag ehrlich, ich war kurz davor zu sagen, ich verwette 400 Gift-Subs drauf, dass er stirbt. Gut, dass ich es nicht gesagt habe. Kannst du das beenden? Eieieiei. Na, hallo Cat Gemma, ich hoffe, dir geht's gut. Hello, hello, hello. Das war eine Katastrophe. Boah, ich glaube, ich muss mir das jetzt einmal kurz auch aufschreiben. Nicht, dass ich vergesse, was ich machen muss. Also mal schauen. 12 Stunden Stream. Also wie gesagt, der findet aber erst nächsten Monat statt, weil im nächsten Monat weiß ich, dass meine Freundin mal nicht da ist. Da funktioniert das dann sehr gut. Bitte nicht. Wir müssen Ring Fit spielen. Wir brauchen ein Marmeladenglas. Essen. Relaxo. Hoodie. Brauchen wir auch noch. Aber den habe ich nicht die ganze Zeit an. Die Chance, dass du noch lebst, Abo ist sehr gering. Was ist jetzt gestorben? So ein Flora, ne? Also, Sint. Ja. Ich bin ehrlich, ich brauche jetzt eigentlich dieses Strapdorf aus schon. Ich brauche irgendwas. Ja, dann nehmen wir es halt rein, ist okay. Geil. Aber, also, ich sag dir nur, du weißt ja, was als erstes bei mir wegstirbt. Ja, das ist aber okay, dann habe ich zumindest einfach was... Ja, ist okay, aber ich muss jetzt nur noch so weit kommen, dass wir die Pokémon entwickeln können. Wenn wir die entwickeln können, dann ist gut. Weil, also aus Ledian kann ich wirklich gar nichts rausholen. Das ist okay. Ich habe jetzt auch drei Flug-Pokémon, ne? Das ist halt auch das Ding. Hey, Freunde, Ladybug entwickelt sich. Super. Ich muss wirklich nur vielleicht drei oder vier Kämpfe überleben, mehr brauche ich nicht. Ich weiß nicht mal, welche Attacken. Also. Wenn der was. Entschuldigung. Wenn der was Defensives könnte, dann wäre der actually gar nicht so scheiße. Kann er nicht Schilder lernen? Ja, aber wo soll ich jetzt Schilderherz? Also von selber meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, von selber. Weil von selber sehe ich es jetzt gerade nicht. Weil ich brauche den eigentlich nicht wirklich. Ah, scheiße, ich hätte ihm Agilität beibringen sollen, weil er hatte gerade Batten Pass. Also ich versuche, vielleicht kann man mit Batten Pass irgendwas aus dem rausholen. Ledian Hype. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob da jemand dabei ist. Da weiß ich auch nicht, ob ich da mitgehe. So. Ach man, ich hab Flügelstoß, das kann kein Mensch lernen. Ledian. Das ist Tidus. Geil. Wird das dann nicht beim Strapdor Schädelbombe geben? Siedewasser ist auf jeden Fall sinnvoll für Ledian. Ledian hat mehr Special Attack als Attack gehabt? Okay, gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht. In Gen 2 war der echt gut mit Donnerschlag und Ice Heap, weil die Attacken speziell waren. Nagato, vielen Dank für weitere 5 Gift-Subs. Der Support ist mehr als appreciated. Also wirklich noch einmal ein dickes, dickes Danke an euch beiden. Vielen, vielen, vielen an euch beide, nicht beiden.
Vielen, 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 vielen Dank, wirklich. Okay, ich bin, glaube ich, ready sogar. Ja, ich schaue gerade noch, aber ich glaube nicht, dass ich, wie gesagt, also, ich habe so das Gefühl, aus Lilian kann man nicht so viel, rausholen. Ja, die sprechen sich, glaube ich, im Hintergrund ab, dass, der Sub-Alert nicht mehr ausgeht. Das ist die Quest. Soll ich mit E-Mail, warum steht er hier rum? Das Tolle ist, dann kann ich den Part oder die auf Downy Streamster das Video einfach nur Oh geil 2 nennen. Ey, aber ich, man muss sagen, wenn wir diesen Kampf jetzt geschafft haben. Oh, ich hab mich geheilt, ich Düdel. Dann kommt noch der Kampf auf im Eta-Dings, Scheißerli. Und dann kommt noch der Rivale. Und dann haben wir actually. Dann sind wir wieder da, wo wir mal waren. Oh mein Gott. Und da haben wir eine Menge crazy. Bosskämpfe back to back. Also ich will mich noch nicht so weit das Fenster lehnen. Das ist absolut korrekt. So, ich glaube, ich bin. Jetzt bin ich da. Ich wäre bereit, in den Kampf zu gehen. Hallo Kuscha, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Okay. Also, dieses Schnappdurch tut schon mal sehr gut. Auch wenn das wieder Minus-Attack hat, weil was auch sonst. Ja, einfach. Einfach mehr believen. Du musst einfach mehr believen in deine Mons und dann wird das schon was. Ich believe in meine Mons. Ich believe nicht in die gegnerischen Mons. Das ist aber schlecht. Du musst einfach. Ich glaube ja auch an mein äußerst mächtiges Ledian. Schau ihn dir an. Der wird das sicher irgendwie reißen. Der hat immer ein Plus-Dev-Wesen. Das ist schon mal. Was ein Macher. Ah, wirklich ein Macher. Er geboren als Macher. So. Alter. Schaffst du es jetzt auch? Hast du keinen Schutz gekauft? Ich hab keinen Schutz. Ich hab kein Geld gekauft. Okay, dann. Ah, wir brauchen noch eine Wette wieder wahrscheinlich, ne? Weil jetzt kommt wirklich der schwierigere Kampf. Kommt ein schwieriger Kampf. Nochmal eine schnelle Wette, Freunde. Rein da. Ich möchte anmerken, dass ich gerade eben schon gestruggelt habe gegen den einfacheren Kampf. Einfach nicht strugglen. Einfach jetzt einfach mal den Believer raushängen lassen. So, gebe ich jetzt wieder Nidelbeeren oder werden die weggefressen? Wie hoch ist die Chance, dass die wieder alle Käferbiss haben? Durchaus hoch, würde ich sagen. Sane. Vielen Dank für weitere 10 Gift-Subs. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich fühle mich richtig schlecht, dass ich jetzt nicht gerade wieder noch ein weiteres Goal habe, aber ich habe halt auch keine Idee mehr. Weil ich glaube, inzwischen sind wieder seit dem letzten Goal 20 neue reingekommen. Ich mag den Sound, ja. Ist auch ein toller Sound während dem spannenden Kampf im Hintergrund dann. Wenn die ganze Zeit der Sound kommt. Ist jemand da, der ein Wettchen bei mir machen kann? Ansonsten mache ich schnell auf. Ich speichere mal eben auch einmal, nur für. Es sei ihm gestartet. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe, deshalb mache ich es auch einfach mal. Ich habe Angst, dass der Stromausfall wiederkommt. Oh, bitte beschwöre ihn nicht herauf. Überstehe erstmal den 12-Stunden-Stream und alles andere, dann kannst du weiter überlegen wegen Ghost. Na gut, dann machen wir das so. Aber der ist ja auch erst nächsten Monat. Aber ich sage, ich finde es ja gut, wenn ich schon einfach den Content vom 12-Stunden-Stream so einplanen kann, weil der einfach festgesetzt ist und ich mir nicht überlegen muss, was wir da die ganze Zeit machen, ohne dass es langweilig wird. Also von dem her. Währenddessen denkt sich Alex die ganze Zeit, ach, 12-Stunden-Stream, ich mache daily 8 hours. Hast du nicht irgendwann unter der Woche, habe ich mitbekommen, hast du auch einfach spontan um 10 Uhr mal Elden Ring, glaube ich, gestreamt, wo ich mir auch dachte, was ist los mit dem Bengel? Ich hab einen Kollegen, der kann nur morgen streamen, wenn ich einen Race gegen den machen will. Ah, das war ein Race. Ich habe nur gesehen, dass es Elden Ring war und dann dachte ich mir, was ist denn los mit ihm? Dass der da schon wieder... Series Twitch-Log, vielleicht ist das mal das nächste Sub-Goal, aber ich muss die erst abarbeiten. Okay, ich glaube, bei mir startet irgendwie keine Wette. Deshalb machen wir jetzt einmal mal. Meine ist jetzt schon längst durch. Ja, weil bei mir, ich dachte, vielleicht kommt noch was, aber. Dann machen wir schnell, verlieren wir einen Mon eine Minute. Ein Quickie! Ich muss noch Holland Core Control durchspielen. Da sind wir bei Drittel Spieltoten gesagt. Dann muss ich noch Relic Red Marathon machen. Und dann. Ne, das waren die beiden, die ich gerade hab noch. Und dann kann man über mehr nachdenken. Stellt euch jetzt mal vor, der Twitch-Split wäre nicht 50-50. Das wäre noch ein Träumchen.
Das wär strong, sag ich euch. Ja, ja genau, einfach nur 1500 Euro nächsten Monat da lassen, Bocki. Easy. Das klingt nach einem immens gut durchdachten Plan von Kuscha. Eher 20, ist es halt wirklich, also ich glaube, der Split ist so momentan bei 45, ja, 40, ist weniger, 60. Ja, für Twitch 60. Ja, das ist auch ein bisschen frech, aber naja. Vor allem, da geht's ab, ich weiß nicht warum. So, wir können rein.